Hast du dich auch schon mal gefragt, was so einige Unternehmen wohl so an Umsatz machen oder wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder wem diese Firma eigentlich zu wie viel Anteilen gehört? Wenn ja, dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn in diesem Video schauen wir uns mal drei Webseiten an, mit denen man diese Informationen herausfinden kann. Das heißt, drei Webseiten, mit denen du zum Beispiel deine Konkurrenz ausspionieren kannst. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, die meisten Informationen kannst du nur über Kapitalgesellschaften herausfinden. Die Daten und Informationen über Einzelunternehmen, die sind tatsächlich deutlich schwieriger herauszubekommen und in allermeisten Fällen bekommst du diese Informationen einfach gar nicht. Aber wenn es eine GmbH ist oder zum Teil auch Personengesellschaften, dann kannst du eine ganze Reihe von Informationen online ganz frei zugänglich abrufen. Und wir schauen uns in diesem Video mal genauer an, wie das eigentlich funktioniert, welche Informationen du da findest und was du daraus herauslesen kannst. Als erstes schauen wir uns mal den Bundesanzeiger an. Beim Bundesanzeiger müssen Kapitalgesellschaften nämlich ihren Jahresabschluss veröffentlichen. Du kannst von Kapitalgesellschaften ganz normal die Jahresabschlüsse einfach einsehen und damit sehen, wie viel Geld sie auf dem Konto haben, wie viel Gewinn sie gemacht haben und so weiter. Kapitalgesellschaften bedeutet, das Ganze gilt für AGs, GmbHs und UGs. Zum Teil auch für Personengesellschaften, bei denen es keine privat haftende Person gibt, also zum Beispiel so eine GmbH und Co. KG. Und grundsätzlich kann man auch sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Informationen kannst du im Bundesanzeiger abrufen. Wenn die Unternehmen relativ klein sind, reicht es nämlich auch, wenn der Jahresabschluss nur hinterlegt worden ist. Du kannst ihn aber auf Anfrage gegen eine geringe Gebühr trotzdem abrufen und den dir anschauen. Wenn die Kapitalgesellschaft ein kleines bisschen größer ist, dann kannst du die Bilanz aber auch direkt sofort einsehen, ohne dich anmelden zu müssen. Aber auch hier ist die Grenze ganz interessant, denn wenn einer rausgeht und sagt, oh, ich bin so reich und so erfolgreich, ich bin Business Coach und habe ein Millionen-Business, hat aber seinen Jahresabschluss nicht veröffentlicht, sondern nur hinterlegt, weiß man, so ganz groß ist diese Gesellschaft nicht. Die Grenze, ob ein Jahresabschluss nur hinterlegt werden muss oder veröffentlicht werden muss, beruht auf drei Kriterien. Und zwar müssen mindestens zwei Kriterien überschritten sein und dann musst du den Jahresabschluss veröffentlichen. Und die drei Kategorien sind erstens eine Bilanzsumme von 350.000 Euro, zweitens Umsatzerlöse von 750.000 Euro und drittens 10 Mitarbeiter. Wenn du zwei dieser Grenzen unterschreitest, dann musst du deinen Jahresabschluss nur hinterlegen. Wenn du zwei oder mehr überschreitest, dann musst du ihn veröffentlichen. Und wir schauen uns am besten einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Und zwar sind wir auf der Seite des Bundesanzeigers, also einfach bundesanzeiger.de. Dann sehen wir hier oben das Unternehmensregister. Und auf das Unternehmensregister klicken wir einfach mal und dann kann ich hier Unternehmen suchen. Zum Beispiel suche ich einfach mal Pergenz. Pergenz ist meine Gesellschaft, wie du vielleicht in meinem Impressum gesehen hast. Pergenz Consulting GmbH, das ist meine Gesellschaft. Und wir suchen einfach mal nach Pergenz. Dann sehen wir, es gibt zwei Gesellschaften, einmal eine Pergenz Holding GmbH und eine Pergenz Consulting GmbH. Und wir sehen hier bei der Pergenz Consulting GmbH auch hinterlegte Jahresabschlussunterlagen. Und zwar einmal den Jahresabschluss für 2020 und einmal den Jahresabschluss für 2021. Der Jahresabschluss für 2022 und 2023 kommen hoffentlich bald, aber man sieht auch direkt, dass ich die hier nicht direkt abrufen kann. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mir bei bundesanzeiger.de einen Account anlegen, ich kann hier dieses Dokument, dem Dokumentenkorb hinzufügen. Ich kann eine geringe Gebühr zahlen und dann kann ich mir diesen Jahresabschluss anschauen. Und das machen wir einfach mal. Hier Bestätigung und dann kann ich mir den Dokumentenkorb anschauen, kann hier den Jahresabschluss herunterladen und kann jetzt hier einen Jahresabschluss für jede GmbH, die es in Deutschland gibt, einfach mal anschauen. Und da kann ich hier so spannende Informationen herausfinden, wie zum Beispiel, wie viel Geld hatte ich eigentlich auf meinem Firmenkonto am 31.12.2021. Da hatte ich ein unfassbares Vermögen von ungefähr 350 Euro. Schienen nicht so zu laufen. Wie sieht es denn aus mit dem Gewinn im Jahre 2021? Da schauen wir mal auf die passiver Seite und zwar auf den Punkt Jahresfehlbetrag und sehen auch hier, 3.700 Euro Verlust. Also wirklich lief es nicht bei mir im Jahr 2021, zumindest nicht in dieser Gesellschaft. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es soll einmal darum gehen, dass man diese Informationen hier ohne Probleme abrufen kann. Aber wenn das Unternehmen größer ist und der Jahresabschluss nicht nur hinterlegt ist, sondern veröffentlicht ist, dann muss ich mir auch keinen Account anlegen, dann muss ich auch keine Gebühr bezahlen, um das Ganze zu sehen. Dann kann ich das einfach online nachschauen, wie es denn so gelaufen ist. Und da habe ich mir überlegt, wir schauen uns mal das Unternehmen an von einem anderen YouTuber. Aber von einem YouTuber, von dem wir wissen, dass sein Unternehmen größer ist, erheblich viel größer ist als meins. Und zwar JP Performance. Und da klicken wir einmal hier drauf, nehmen die JP Performance GmbH und suchen einfach mal nach der JP Performance GmbH und finden sie auch direkt hier oben. Und da sehen wir auch,
hinterlegte Jahresabschlussunterlagen. Hier ist der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr. Und wenn wir da draufklicken, dann kommen wir zu einer Seite, die wir von meiner Gesellschaft nicht kannten. Und zwar sehen wir hier einfach den Jahresabschluss, ohne sich anmelden zu müssen. Und die große Frage ist jetzt natürlich, hatte JP mehr Geld auf dem Konto zum 31.12. als ich oder nicht? Und zwar schauen wir einmal hier, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Checks. Und hier stehen 82.000 Euro. Das heißt, JP hatte am 31.12.2021 auf seinem Firmenkonto 82.000 Euro. Aber ehrlicherweise sagt der Kontostand ja nichts wirklich darüber aus, wie gut es denn lief. Und um zu wissen, wie viel Gewinn JP gemacht hat im Jahr 2021, schauen wir wieder auf die passive Seite. Und hier sehen wir einige Positionen. Wir sehen aber auch sowas wie einen Jahresüberschuss oder Fehlbetrag. Im Jahr 2020 war es 100.000 Euro minus. Und auch hier im Jahr 2021 gibt es einen Bilanzverlust von über 100.000 Euro und einen nicht gedeckten Fehlbetrag. Das heißt, seine Bilanz ist negativ von 77.000 Euro. Das heißt, die Bilanz von der JP Performance GmbH sieht ehrlicherweise alles andere als gut aus. Und auch hier kann man weitere Informationen dazu bekommen. Und zwar stehen hier zum Beispiel Verbindlichkeiten in Höhe von 2 Millionen Euro. Das ist ganz erheblich. Und unter der Bilanz finden wir einen Anhang und im Anhang stehen Erläuterungen zu bestimmten Positionen. Zum Beispiel den Verbindlichkeiten. Da schauen wir einfach mal Verbindlichkeiten. Und hier steht in den Verbindlichkeiten in Höhe von ungefähr 2 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 1,8 Millionen Euro, sind Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 0. Das bedeutet, es gibt verbundene Unternehmen und diese verbundenen Unternehmen haben sich offensichtlich irgendwie Geld hin und her geschoben und das führt dann dazu, dass man allein isoliert betrachtet die JP Performance GmbH ehrlicherweise auch nicht analysieren kann. Dann muss man sich mal anschauen, in welchen Gesellschaften ist JP eigentlich beteiligt und wie stehen die eigentlich zueinander. Vielleicht besitzen sie sich auch irgendwie gegenseitig. Also man muss das ganze Firmengeflecht von JP verstehen, um auch verstehen zu können, wie ich diese Zahlen einzuordnen habe, ob JP jetzt bald pleite ist oder auch nicht. Und woher bekommt man diese Informationen, also über das Firmengeflecht und wer eigentlich der Inhaber hinter einem Unternehmen ist oder wer eigentlich verbundene Unternehmen sind und wer der eigentliche Gesellschafter dahinter ist, das finde ich ehrlicherweise im Bundesanzeiger nicht. Im Bundesanzeiger finde ich immer nur die Ergebnisse von einer Gesellschaft. Aber diese Beteiligungsstrukturen und das Firmengeflecht, das kann man trotzdem einsehen. Und zwar auf unserer zweiten Seite, und zwar dem Handelsregister. Und auch das schauen wir uns natürlich einmal genauer an. Das Handelsregister ist ein öffentliches Register, was vom Amtsgericht geführt wird. Und in diesem Handelsregister stehen alle Gesellschaften in Deutschland, also Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Und auch als Einzelunternehmen kannst du dich im Handelsregister eintragen lassen, dann hast du den Zusatz EK, eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau. Und dann bist du auch im Handelsregister gelistet. Die allermeisten Einzelunternehmen sind hier allerdings nicht gelistet. Das heißt, hier findet man dann keine Informationen über dich. Aber wir haben uns ja die JP Performance GmbH angeschaut und wollten jetzt wissen, wer steckt eigentlich dahinter? Also wem gehört die JP Performance GmbH eigentlich genau, wo haben die ihren Sitz und all solche Dinge. All das kann man im Handelsregister nachschauen. Und wir gehen hier einfach auf der linken Seite einmal auf die aktuelle Suche ändern oder die aktuelle Suche, geben hier JP Performance ein, sagen einmal, diese Schlagworte sollen alle enthalten sein. Ich hatte jetzt noch eine ganze Reihe an zusätzlichen Filterfunktionen, die brauche ich aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es nicht so viele JP Performances in Deutschland und deswegen suchen wir einfach einmal. Und dann sehen wir, JP Performance gibt es genau einmal die JP Holding GmbH und die JP Performance GmbH, die wir uns genauer anschauen wollen. Und dann gibt es hier eine ganze Reihe an Dokumente, die ich mir anschauen kann. Und zwar einmal einen aktuellen Abdruck, also einen Handelsregisterauszug. Dann gibt es einmal den chronologischen Handelsregisterauszug. Dann gibt es historische Abdrücke, die gibt es jetzt hier nicht, da ist kein Link dahinter. Dann gibt es einmal eine Dokumentenansicht, einmal einen Unternehmensträger, einmal Veröffentlichungen und strukturierte Registerinhalt. Wir schauen uns einmal als erstes ganz normal den ganz normalen Handelsregisterauszug an, was da so drin steht. Klicken drauf und direkt wird ein Dokument heruntergeladen. Und dieses Dokument sieht genau so aus. Das ist die Firma JP Performance GmbH. Hier ist die Anschrift, der Gegenstand des Unternehmens, also was macht das Unternehmen? Autoumbauten, der Betrieb einer Kfz-Werkstatt, der Handel und Vertrieb von und mit Fahrzeugteilen, exklusive der Fahrzeuge und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. JP hat diese Gesellschaft mit 25.000 Euro gegründet. Hier sieht man die Geschäftsführer. Das heißt, man sieht eine ganze Reihe an Informationen über dieses Unternehmen. Spannend finde ich tatsächlich auch immer die Dokumentenansicht. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen einmal auf die Dokumentenansicht. Da finden wir nämlich eine ganze Reihe an Verträgen. Und zwar scrollen wir hier einmal runter und gehen dann auf Dokumente zur Registernummer.
und sehen dann einige Ordner. Zum Beispiel sehen wir den Gesellschaftsvertrag. Und hier sehen wir, der letzte Gesellschaftsvertrag ist aus dem Jahr 2021 und den können wir uns hier einfach anschauen. Das heißt, wir markieren den einfach einmal, gehen hier einmal auf PDF, wir wollen das PDF herunterladen und dann laden wir den aktuellsten Gesellschaftsvertrag runter. Und dann können wir einmal nachlesen, was JP sich so alles überlegt hat, was er in seinen Gesellschaftsvertrag reinschreibt und mit wem er was vereinbart hat. Was auch immer sehr spannend ist, und darum ging es uns ja gerade auch, wem gehört eigentlich diese JP Performance GmbH? Wie sind da so die Beteiligungsverhältnisse? Und dafür schauen wir uns die Liste der Gesellschafter an. Und die hat sich seit dem Jahr 2019 nicht verändert. Und auch diese Gesellschafterliste können wir uns einfach herunterladen. Und da sehen wir, 100% der JP Performance GmbH gehören gar nicht JP selbst, sondern der JP Holding GmbH. Natürlich können wir dieses Spiel jetzt ewig weiterspielen. Also wir können jetzt JP Holding GmbH suchen, da wieder die Dokumentenansicht nehmen, da die Gesellschafterliste anschauen, um zu gucken, wem jetzt zu welchen Anteilen die JP Holding GmbH gehört. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das findet, wie ihr das runterladen könnt und grob, wie ihr das Ganze lesen könnt. Viel Spaß beim Durchsuchen und Lesen. Ich weiß, es ist vielleicht ein nerdiges Hobby, aber ich finde es tatsächlich immer wahnsinnig spannend herauszufinden, wem eigentlich wie viele Anteile an welchen Gesellschaften gehören. Wenn du das genauso spannend findest wie ich, habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar finde einmal heraus, wie die Gesellschaftsstrukturen und wer die Gesellschafter sind der Nindo GmbH, also dem Unternehmen von Rezo. Ich vermute, du wirst überrascht sein. Wenn du es herausgefunden hast, wer der Gesellschafter ist, schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und damit kommen wir zur dritten Webseite, mit denen du ja Informationen herausfinden kannst. Und zwar geht es um das Transparenzregister. Das Transparenzregister ist ein ziemlich junges Register. Das gibt es erst so in der heutigen Form erst seit 2021. Das Transparenzregister ist dafür da, um Geldwäsche zu bekämpfen. Und im Transparenzregister kannst du die wirtschaftlich berechtigten Personen hinter Gesellschaften herausfinden. Wie wir im Handelsregister gesehen haben, sind die Beteiligungsstrukturen nicht immer ganz einfach. Also die JP Performance GmbH gehört der JP Holding GmbH, die wiederum gehört irgendjemand anderen und unter Umständen haben die Querverweise und ganz viel verästelte Beteiligungsstrukturen und manchmal ist es wahnsinnig schwer herauszufinden, wer steckt eigentlich hinter Gesellschaften. Und falls du jetzt tatsächlich gesucht hast, wer hinter der Nindo GmbH steckst, wirst du wahrscheinlich überrascht sein. Denn der Gesellschafter in der Gesellschafterliste ist ganz offensichtlich nicht der echte Gesellschafter. Denn du musst nicht zwingend deine Anteile selbst halten. Du kannst auch einen Treuhänder einsetzen. Das heißt, jemand anderes hält für dich die Anteile und damit stehst du nicht mehr im Handelsregister. Und es ergibt zum Beispiel im Fall von Rezo absolut Sinn, dass der nicht selbst mit seiner Adresse, seinem Geburtstag und seinem Klarnamen im Handelsregister steht. Das möchte er nicht und ich kann das absolut verstehen, dass er das nicht möchte und deswegen hat er einen Treuhänder. Und trotzdem darf das natürlich kein Freifahrtsschein für Rezo sein, jetzt Geldwäsche zu betreiben. Das heißt, es gibt Gerichte und Behörden, die natürlich trotzdem wissen müssen, wer steckt eigentlich ganz am Ende hinter einem Unternehmen. Und die möchten sich vielleicht nicht durch 100 Handelsregisterauszüge und dann auch noch durch irgendwelche Treuhandsverhältnisse durchsuchen müssen, um dann herauszufinden, wer profitiert eigentlich von einem bestimmten Unternehmen, wie zum Beispiel der Nindo GmbH. Und dafür gibt es dieses Transparenzregister. Denn im Transparenzregister findest du für jede Gesellschaft genau, wer ist eigentlich wirtschaftlich Berechtigter. Und in diesem Transparenzregister findest du tatsächlich von jedem wirtschaftlich Berechtigten eine ganze Reihe an Informationen. Zum Beispiel Namen, Geburtsdaten, Wohnort, Staatsangehörigkeit und so weiter. Allerdings sind diese Informationen nicht für jedermann öffentlich einfach auf der Webseite einsehbar. Du brauchst tatsächlich ein begründetes Interesse und dann musst du einen Antrag stellen und dann kannst du unter Umständen diese Informationen einsehen. Gerichte, Behörden und so weiter, die sich mit Geldwäsche beschäftigen, die können das quasi immer einsehen, aber nicht jeder, der einfach nur neugierig ist und daraus YouTube-Videos produziert. Und das halte ich auch für absolut richtig. Aber ich möchte dir trotzdem aber ganz kurz zeigen, wie diese Webseite eigentlich aussieht. Also unter transparenzregister.de findest du diese Webseite und da kann jeder mit berechtigtem Interesse diese Informationen abrufen über die wirtschaftlich Berechtigten hinter bestimmten Gesellschaften. Von der Optik sieht das Ganze aus wie bundesanzeiger.de. Das überrascht auch nicht, weil es den gleichen Betreiber hat. Und zwar der Bundesanzeiger Verlag, der betreibt bundesanzeiger.de und das Transparenzregister.de. Ich hoffe, du findest das Video und auch die Webseiten genauso spannend wie ich. Wenn ja, dann viel Spaß im Rabbit Hole. Zum Abschluss dieses Videos noch so ein kleiner Hinweis. Es gibt auch Webseiten, die ziehen sich die Informationen vom Bundesanzeiger, vom Handelsregister
Handelsregister und so weiter und visualisieren sie dann ein bisschen schöner. Da ist die Usability dann so ein kleines bisschen besser und ein Beispiel ist da zum Beispiel North Data. Auf North Data findest du all diese Informationen, die Bundesanzeiger und Handelsregister und so weiter findest, auch da ein bisschen visuell schöner aufbereitet. Allerdings solltest du immer wissen, North Data an sich sammelt wenig Daten, sondern bekommt diese Daten. Und sie haben deutlich weniger Daten. Das heißt, überall, wo du ein PDF runterladen musst, wo du einen Gesellschaftervertrag lesen musst oder überhaupt die Gesellschafterstruktur, diese Informationen, die bekommst du alle nicht auf diesen Seiten, die diese Daten nur zusammenfassen und visuell aufbereiten. Die bekommst du tatsächlich nur auf diesen originalen Seiten. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du selbstständig bist, ein Buchhaltungsprogramm brauchst, ein Programm zur Rechnung schreiben, einen Steuerberater suchst, ein Bankkonto suchst, dann habe ich ein paar Empfehlungen für dich. Die verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust einfach direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel das hier oder das hier.